Ja, moin ihr Lieben, ist das denn schon der Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter. Mein schönes Buch über die Liebe in vielen Dimensionen. Mein Online-Programm findest du auf liebeschimp.de, wenn du dein Beziehungsleben richtig aufpimpen willst. Und wir reden heute nochmal über Julian und Bibi. Ich streue ab und zu mal solche Videos ein. Ich glaube, es interessiert auch viele. Das sind die größten YouTuber, aber es gibt auch ganz normal jeden Tag weiter mein Video, wo ich Fragen vorlese von euch. Und wie gehabt, ja, ich habe irgendwie einfach immer noch so krass Allergie. Entschuldige mich schon mal gleich dafür. Krass. Genau, was ich sagen wollte, ist, ich hatte gestern auch schon mal ein bisschen was gelesen dazu. Also erst war ja die Frage, ist es ein Prank, ist es kein Prank? Offensichtlich ist es kein Prank, ist vielleicht auch besser so. Sondern es spricht alles dafür, dass sie getrennt haben. Die haben entsprechende Nachrichten veröffentlicht auf ihren Instagram-Kanälen, haben sich selber außer Instagram-Bio rausgenommen und diese ganzen Geschichten. Und ja, also Gott, ich habe die nie so groß geguckt, aber ja, ich meine, wenn man auf YouTube ist, das sind einfach, neben dem Paar, was sich da neu schon getrennt hat, sind das einfach so die krassen Urgesteine, die es seit Ewigkeiten gibt, Bibis Beauty Palace. Einfach, das sind einfach Meister, finde ich, die wirklich aus nichts Content machen. Ne? Also ich habe mir gerade nochmal so ein bisschen die letzten Videos reingeguckt, irgendwelche Spiele, was kostet ein Liter Milch und Vlogs, ganz viel Vlogs, wieder so einen krassen, ich meine, die müssen so viel Geld haben, Wahnsinn, ey, wieder so einen krassen Vlog über so eine Ferienwohnung in Spanien, glaube ich, wo man echt denkt, ey, wo gibt es solche Wohnungen, Innenpool, Außenpool, Blick auf felsige, coole Küsten und einfach breathtaking, wirklich echt. Und die haben einfach ganz normal so weitergemacht. Die haben ja auch ständig sich selbst gezeigt. Und ja, und das ist einmal auf einmal schlagartig vorbei, ne? Während die vor 3 Wochen noch ganz normal ihre Videos gemacht haben. Und gut, weiß man natürlich nicht, was da im Hintergrund passiert ist, wie lange die ja vielleicht schon strugglen. Und ja, ich wollte einfach mal sagen, aus meiner Sicht passiert sowas eben. Das sind eben letztlich einfach so Paare wie du und ich auch so, ne? Und das ist also nur, weil man reich ist und mega erfolgreich ist, heißt es nicht, dass man irgendwelche Paarprobleme kriegt und heißt es auch nicht, dass man sich irgendwo vielleicht eine Veränderung wünscht. Das, so ist das Menschsein halt, ne? Das, ob der jetzt eine Berühmtheit bist, also eine YouTube-Berühmtheit oder auch nicht, du gehst durch die gleichen Prozesse und das lässt sich einfach auch nicht vermeiden, ne? Und immerhin sind die total lang zusammengeblieben. Ich glaube, die haben auch ein Kind und die kennt sie ja schon aus der aus dem Gymnasium, glaube ich, also aus der Schule. Und sorry nochmal. Und haben sie auch geschafft, ewig lang zusammengeblieben. Und zeig mir das Paar, was in der Öffentlichkeit steht, was viel Geld hat, gewisse Bekanntheit hat. Zeig mir das Paar, was von 20 bis zur goldenen Hochzeit zusammenbleibt. Das gibt's praktisch nicht. Also vielleicht fällt euch überhaupt jemand ein, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Also mir fällt auf dem Schlag jetzt keiner ein, der da ewig zusammengeblieben ist und also quasi von der Schule bis, bis ins Rentenalter. Und was ja auch schwierig ist, das muss man auch mal sagen, ne? Und gerade wenn du so richtig in der Fülle stehst, sag ich mal, oder also Fülle in Anführungsstrichen, sag ich mal, und in dieser ganzen bunten Welt bist, da gibt es natürlich auch noch viel mehr Gelegenheiten. Also man sollte ja gar nicht meinen, was für eine Rolle so bei Beziehungstrennung oder auch Fremdgehen, weiß nicht, geht es mal von aus, dass es da nicht gegeben hat, aber welche Rolle Gelegenheiten spielen, ne? Mein Gott, da gibt es auch so viele Untersuchungen drüber. Dass, vor allen Dingen bei Männern, gut, jetzt sie ist ja diejenige, die sich getrennt hat, aber Gelegenheiten eine riesen Rolle spielen, ob da was passiert oder nicht. Und die haben natürlich Gelegenheiten ohne Ende, ne? Und ich hatte gestern auch ein Video gesehen von dem Klaus da aus dem Red Pill-Bereich, wo er sagte, ja, das ist ja
auch so netter und siehst du, die netten Männer werden verlassen. Also was natürlich stimmt, wenn man zu nett ist in diesem Leben, hast du einfach die Arschkarte. Ne? Ich meine, das ist einfach so, man darf nicht zu nett sein, wobei zu nett ist ja auch kleine Schwester von langweilig und zu nett heißt natürlich auch häufig co-abhängig und ja, es bietet natürlich seinen ganz eigenen Range von Beziehungsproblemen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da deren Videos sehe, ich finde ihn einen sehr abgerundeten Mann, ich finde ihn nett, aber nicht zu nett, also er wirkt auch nicht so, als wenn er jetzt gar nicht in seiner Polarität wäre, kann ich jetzt nicht sagen, klar, es gibt so Bad Guys, die das vielleicht noch viel mehr ausstrahlen. Also, ja, also was mir so spontan als Gedanke gekommen ist, ist dieses Thema, was ganz viele Menschen betrifft, Midlife-Crisis. Jetzt sagst du vielleicht, Christian, come on, die ist 29, was redest du denn über Midlife-Crisis? Ja, Frauen kriegen ihre Midlife-Crisis um die 30. Ist so, ist wohlbekannt unter Paartherapeuten. Klar, die Männer haben die in den 40ern, teilweise Anfang 50, kenne ich auch, hatte ich auch, und aber Frauen haben die auch wie früher, ne? Die haben die 30, vielleicht auch 35, da überlegen die sich nochmal, was will ich eigentlich im Leben? Das ist ja auch das Thema der Midlife-Crisis und das ist eine ganz wichtige Phase. Für mich ist das ein bisschen wie die Pubertäten im Erwachsenenalter so, ne? Das ist die Phase, wo man sich überlegt, will ich jetzt so weitermachen? Okay, ich kann jetzt nochmal neu anfangen. Für eine Frau ist natürlich auch neu, also nicht, dass sie das wirklich jetzt bewusst denkt, weiß ich nicht, aber neu anfangen natürlich auch nochmal eine neue Familie theoretisch möglich, so. Ja, ist einfach so, ne? Und für Männer natürlich auch, ne? Das ist, okay, was geht noch? Und dann macht man auch, das sind jetzt einfach nur Gedanken, ich weiß nicht, ob das bei denen so ist, aber macht man sich auch Gedanken, ja, was geht noch, ne? Was ist mein Marktwert? Und bei Männern ist es dann häufig, ja, sie kaufen sich das Motorrad, sie machen Sport, sie laufen Marathon, ich weiß nicht was. Und Frauen gehen teilweise durch ähnliche Prozesse und ist ja auch durch so einen Prozess gegangen von, was ich immer ein bisschen schwierig finde, aber gut, ist heute ja scheinbar, machen das einfach viele körperlicher Optimierung. Und ja, wie gesagt, will jetzt auch gar nicht bewerten jetzt, aber muss ich ja selber wissen letztlich. Ne? Aber gut, ich hoffe nicht, dass wir da hinkommen, dass sich irgendwie irgendwann jeder operiert. Also, aber gut, schauen wir mal, was da die nachfolgenden Generationen so machen. Aber ja, das passiert halt und da ist auch keiner schuld. Das sind Prozesse, Lebensphasen, durch die man durchgeht und da muss jeder sich ins Spiel gucken und muss sagen, wie geht's jetzt weiter? Ne? Und wenn die Baby sagt, so geht's für mich einfach nicht weiter, dann ist es so. Ne? Sollen die dann zusammenbleiben, nur weil es der YouTube-Community gefällt oder weil das in Anführungsstrichen besser ist fürs Kind, was ich für höchst... Also klar, mit Kindern ist ganz schwierig, aber ob das jetzt immer besser ist, dass man zusammenbleibt, weiß ich nicht. Ne? Also viele, die ich bei mir in der Praxis hatte, haben auch gesagt, ja, hätten sich meine Eltern mal getrennt, meine Güte, ne? Ist bestimmt besser gewesen. Also ja, kann man jetzt schlecht urteilen und klar, es wirkt jetzt so, als wenn sie aus dem Nichts da gegangen wäre, aber das wissen wir ja gar nicht, ne? Und ob jetzt der neue Mann besser ist oder schlechter, also wie gesagt, ich finde, auf mich wirkt er echt ein sehr cooler Typ, der Julian, und aber der neue Mann ist halt anders. Mein Gott, der ist einfach anders. Und ob der jetzt mehr oder weniger seiner Polarität ist, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber wir wissen ja, wie das ist. Das ist das Thrill des Neuanfangs, Dopamin, keine Ahnung, was geht noch? Und ja, und dann, ich glaube, wenn das der ist, der dann fragt, ist jemand aus ihrem Management-Marketing-Team, ja, du arbeitest zusammen ganz viel. Arbeit ist ja auch einer der Plätze, wo man sich verliebt. Du arbeitest viel zusammen, es ist cool, du lachst zusammen. Mein Gott, das passiert dann halt, ne? Es ist so. Und das kann man, glaube ich, da auch mitnehmen nochmal, dass es eben so Phasen gibt. Midlife-Crisis-Phase für Frauen häufig halt früher als für Männer. Und das ist eine Phase, die ist nicht, dass man so dumm ist. Natürlich ist man ein bisschen dumm, deswegen sage ich auch Pubertät im Erwachsenenalter. Man ist so ein bisschen, geht Risiken ein, ist nochmal wie in der Pubertät. Aber es ist auch eine wichtige Lebensphase, wo man wirklich in den Spiegel gucken muss, will ich jetzt so weitermachen, weil das wird wahrscheinlich
später schwieriger nochmal neu anzufangen. Das ist ja, was einem so im Kopf rumgeht. Und fair enough, das darf jeder, ne? Das darf jeder. Und ich empfehle auch immer, durch diesen Prozess wirklich ganz bewusst durchzugehen. Und ja, manchmal bleibt die Ehe halt oder die Beziehung ja auch bestehen, dass man feststellt, hey, ist eigentlich doch total cool und ich verschlechter mich eigentlich nur, weil in solchen Situationen, also Forschung sagt, 70% der Menschen, die sich aus solchen Konstellationen trennen, bereuen das halt nach 5 Jahren, aber trotzdem 30 auch nicht, ne? Also man muss wirklich in den Spiegel gucken, muss genauer sagen, okay, ist das wirklich Quatsch und ich werde es bereuen, was ich hier mache oder auch nicht. Und das ist ein schwieriger Prozess, der häufig über Monate, vielleicht Jahre geht, den man vielleicht gar nicht gesehen hat, bei denen weiß man alles nicht, ne? Und klar, man fragt sich immer, ey, die haben so ein cooles Leben mit, ich weiß nicht, ich habe mal ein bisschen rumgescrollt, ja, geile Wohnungen, Privatjets, was ist das für ein geiles Leben? Aber das ändert nichts daran, dann würden sich die in Hollywood ja auch nicht ständig trennen, das ändert nichts daran, dass man einfach, ja, vielleicht auch gelangweilt, die haben ja auch ganz viel zusammengehangen, vielleicht hatten die auch eine unteraktive Beziehung, weiß ich nicht, dass man einfach Bock hat auf eine Veränderung. Also auf, manchmal sogar vielleicht noch viel mehr Bock hat auf Veränderung, gerade wenn man so ein privilegiertes Leben führt und auch noch jung ist. Ne? Und letzter Punkt noch, den habe ich sicher auch ganz oft, wenn in der Paartherapie Menschen gekommen sind, die seit der Jugend zusammen sind. Das könnte auch ein Thema sein, die trennen sich häufig um die 30, beziehungsweise einer trennt sich. Meistens trennt sich ja die Frau, es ist einfach so, lässt sich auch belegen in den Daten, dass sich meistens die Frau trennt, danach gemeinschaftliche Trennung und am seltensten, dass der Mann sich trennt. Da ist es einfach so, mein Gott, vielleicht waren die ersten füreinander, mit denen sie Indoor Olympics hatten und was. Und da gibt es manchmal einfach Phasen, weiß ich jetzt nicht, also genau kenne ich jetzt deren Biografien auch nicht, aber es gibt manchmal einfach dann so die Frage, wie ist denn das mit jemand anders? Und da geht es nicht um besser oder schlechter, sondern wie ist es mit jemand anders? Wie ist es mit jemand anders in der Kiste rumzuhängen? Und habe ich noch nicht gehabt, will ich noch mal ausprobieren. Und ganz ehrlich, fair enough. Darf sie, darf er. Und genau, das wollte ich einfach noch mal dazu sagen. Und auch letztlich sind die wie ein ganz normales Paar, was ich so aus der Paartherapie kenne, muss ich einfach sagen, ein junges Paar mit diesen Themen. Und manchmal geht es halt gut, manchmal nicht. Aber wenn man zum Beispiel sowas im Kopf hat, ich will jetzt einfach mal was Neues erleben, ja, da kannst du auch in der Beziehung rumhüpfen, rumspringen, wie du willst. Oder ich habe jetzt meine Midlife-Crisis oder ich will das jetzt erleben. Dann ist es so, da kannst du auch nichts machen. Ne? Ja, lass gerne mal einen Kommentar oder auch ein Like. Ach, dann ist mir noch aufgefallen, dass ich habe das neulich mit jemandem gesprochen, dass glaube ich wirklich manche nicht wissen, dass man auf den Abo-Button klicken kann und es kostet kein Geld. Also ich habe manche, kommt, sind auch wirklich neu, die hier zum auf meinem Kanal kommen, neu auf YouTube. Ja, du kannst es hier abonnieren, du bekommst mal die Videos angezeigt, wenn du auf diese Glocke klickst, dann bekommst du auch E-Mail-Benachrichtigungen oder so. Und dann daneben habe ich noch das, wenn du sagst, Mensch, Hemmschi macht immer so viel kostenlosen Content hier, dem gebe ich mal, möchte ich ein bisschen supporten. Da gibt es dann neben diesem Button mit der Kanalmitgliedschaft oder auch diese Thanks-Buttons gibt es ja jetzt für uns YouTuber neu. In diesem Sinne, sehen wir uns bald.